Begrüße Sie herzlich zur Unterrichtseinheit Grundlagen der Unternehmenslogistik. Mein Name ist Stefan Dingerkus und ich bin Dozent an der ZAW School of Engineering. Wir werden uns in dieser Einheit mit vier Themen befassen. Zunächst mit der Organisation und Einführung in die Thematik, im zweiten Abschnitt mit den Grundzügen der Unternehmenslogistik. Im dritten Abschnitt werden wir das Core-Modell behandeln und im vierten Abschnitt das Transportproblem. Beginnen wir mit der Organisation und Einführung zum Thema. Hier wollen wir uns zunächst mit den Lernzielen dieser Unterrichtseinheit beschäftigen. Sie als Studierende werden die Funktionen und Zusammenhänge der Unternehmenslogistik im betrieblichen Wertschöpfungsprozess kennenlernen und verstehen. Ebenso die Integration der Logistik in die Organisation eines Unternehmens sowie die Gestaltung von Logistikprozessen und Logistikfunktionen. Dabei werden wir gemeinsam mit Vorlesungen und Diskussionen Sie in diese Thematik der Unternehmenslogistik einführen. Sie werden Ihr Wissen im Selbststudium vertiefen, insbesondere auch, indem Sie Übungen und Hausaufgaben bzw. Lernaufträge bearbeiten. Für die Bearbeitung im Selbststudium möchte ich Ihnen verschiedene Literatur- und Unterrichtsunterlagen empfehlen. Natürlich zunächst mal das Material, das Sie mit dieser Vorlesung in Ihrer Lernbibliothek vorfinden. Wichtige Literatur, auf der auch Teile dieser Veranstaltung basieren, sind das Buch Logistics und Supply Chain Management von Martin Christopher, welches ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Ein Grundlagenbuch ist das Buch Logistik, Grundlagen und Strategien von Tim Gudehus. Ebenso das Buch von Wannenwetsch, Integrierte Materialwirtschaft und Logistik. Beschaffung, Logistik, Materialwirtschaft und Produktion ist ein gut anwendbares Handbuch. Dann gibt es noch als Empfehlung von Markus Limberger, Moderne Unternehmenslogistik. Und für diejenigen unter Ihnen, die sich mit Instandhaltungslogistik befassen, ist ein Muss das Buch Instandhaltungslogistik von Kurt Matthias, was ich Ihnen ebenfalls empfehle. In dieser Vorlesung werden verschiedene Quellen behandelt, die Sie hier oder in Ihren schriftlichen Unterlagen nachfinden können. Beginnen wir nun mit dem zweiten Abschnitt Grundlagen bzw. Grundzüge der Unternehmenslogistik. Vielleicht haben Sie schon einmal von der 7R-Regel zur Definition der Logistik gehört. Welche 7R-Fragen beschreiben im Wesentlichen die Zielsetzungen der Logistik? Machen Sie sich dazu mal kurz Gedanken, bevor Sie weiter blättern. Diese 7R-Regel bedeutet, dass die Logistik die Verfügbarkeit von Waren, Dienstleistungen und Informationen sicherstellt, mit erstens dem richtigen Material und den richtigen Waren, zweitens zur richtigen Zeit, drittens am richtigen Ort, viertens in der richtigen Menge, fünftens in der richtigen Qualität für den richtigen Kunden, das sollte man auch nicht vergessen, und natürlich zu den richtigen, nämlich geplanten Kosten. Diese 7R-Regel beschreibt treffend die Dimensionen, die in der Logistik sowohl im Planungsprozess wie auch in der Ausführung laufend verfolgt und optimiert werden. Um diese Prozesse einmal anschaulich wahrzunehmen, ist hier ein Link für Sie, nämlich die Gestaltung der Logistikprozesse in einem großen Automobilunternehmen. Dazu meine Bitte, schauen Sie sich dieses Video an. Sie können entweder den QR-Code hier scannen oder den Link hier unten anklicken.
Die Aufgabe für Sie ist, die Eindrücke, die Sie bei der Betrachtung dieses Videos gesammelt haben, kurz und bündig auf unserer Pinnwand, dem Padlet, zu notieren. Dann tun Sie dies bitte vor der Vorlesung. Wenn wir die Relevanz von Logistikprozessen in der weltweiten Arbeitsteilung von Logistik und Supply Chain anschauen, dann ist es mal ganz gut, sich mit ein paar Zahlen auseinanderzusetzen, nämlich die Frage, was wird eigentlich auf der Welt transportiert? Und wir haben hier im unteren Teil der Grafik die Seefracht, die natürlich die absolut größten Mengen auf dem Weg vom Versender zum Empfänger transportiert. Wir rechnen in der Containerschifffahrt die Einheit hier als TEU. TEU bedeutet 20 Foot Equivalent Unit, also die Größe eines 20 Fuß Containers ist das Maß der Dinge. Ein 40 Fuß Container ist in dem Sinne 2 TEU. Und dann gibt es Container, die in gewisser Weise größer oder kleiner als dieser Standard Container von 20 Fuß Länge ist, die werden entsprechend dann auch umgerechnet. Weltweit hat es auf der Hinfahrt, also outbound, ein Transportvolumen von rund 33 Millionen TEU im Jahr und davon entfällt ein Drittel auf den Verkehr von Europa nach Fernost, also von europäischen Herstellern und Lieferanten in den Fernen Osten. Und 22% entfallen auf Verkehre von nordamerikanischen Herstellern und Lieferanten an Kunden im fernen Osten. Inbound, also die Rückfahrt, umfasst insgesamt 57,4 Millionen TEU, also Standard 20 Fuß Container. Davon entfallen knapp die Hälfte, 42,5% auf Verkehre zwischen den fernöstlichen Destinationen, das ist natürlich vor allem China und Europa, während rund ein Viertel, 25,4% auf Verkehre von Fernost nach Nordamerika entfallen. Schauen wir nun die Luftfahrt an. Hier haben wir natürlich insgesamt viel kleinere Transportmengen. Die Darstellung ist ähnlich. Wir sprechen in der Luftfahrt von insgesamt knapp 50 Millionen Tonnen outbound Hinflug und davon entfallen 19%, rund ein Fünftel auf Transporte zwischen Nordamerika und Asia Pacific und rund 27%, ein Viertel, ein gutes Viertel auf die Verkehre zwischen Europa und Asia Pacific. In der anderen Richtung, nämlich inbound, sind rund 66 Millionen Tonnen geflogen worden oder werden jährlich geflogen und davon entfällt ein Viertel auf Verkehre zwischen Nordamerika und dem Fernen Osten und ein knappes Drittel, nämlich 29% auf Verkehre zwischen Europa und dem Fernen Osten. Wenn wir nun die Zahlen mal ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest hier bei der Mengenaufteilung der Warenströme, dass rund 70% des gesamten Frachtverkehrs containerisiert auf See abläuft, hingegen lediglich 2,5% fliegen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kosten für ein Kilogramm Luftfracht zwischen einem und $1,50 ausmacht, das sind die reinen Luftfrachtkosten für ein Kilogramm Waren bzw. das Volumengewicht von einem Kilogramm Waren. 6 Liter müssen also ein Kilo haben, wenn das Volumen größer ist, wird entsprechend mehr verrechnet. In meiner Zeit, wo ich für die Luftfrachtabwicklung in der Schweizer Uhrenindustrie verantwortlich war, haben wir rund zwischen 3 Franken und 3,50 Franken pro Kilo Tür zu Tür bezahlt, also etwa die Hälfte der gesamten Frachtkosten waren für die reinen Flugkosten und je ein Viertel etwa für den Vorlauf von unseren Werken in der Westschweiz, im Wesentlichen zum Flughafen Zürich und der Nachlauf vom Flughafen in Bangkok oder Ipoh oder in China, in Zhuhai
in die Fabrik inklusive der Verzollungs- und Abwicklungskosten vor Ort. Hingegen, wenn wir also die Kosten für die Seefracht anschauen, dann sehen wir, dass das zwischen 1 und 10 US-Cents pro Kilogramm liegt, also nur gut 1% dessen, was die Luftfahrt kostet. Und damit ist klar, dass es die teuren und wertvollen Güter sind, die fliegen, eventuell noch verderbliche Güter, wenn wir an frisches Gemüse oder Frischfleisch oder überhaupt Frischwaren denken, sogenannte Perishables, aber natürlich auch Valuables, hochwertvolle Waren und Dienstleistungen. Dienstleistungen, Waren fliegen natürlich stattdessen, anstatt auf dem Schiff transportiert zu werden. Wenn wir die Äquivalenz von Gewicht und Einheit betrachten, dann wiegt ein sogenannter Flugcontainer, wie wir sie vielleicht, wie Sie auch schon mal auf dem Flughafen gesehen haben, im Durchschnitt rund 6 Tonnen, währenddessen eine TEU, also ein Container, im Wesentlichen im Durchschnitt bei 12 Tonnen Nettogewicht liegt. Und wie gesagt, die Gesamtkosten pro Tonne liegen also in der Größenordnung von 5.000 US-Dollar Tür zu Tür. Also wir sehen, es sind gewaltige Volumina, die da transportiert werden und davon der größte Teil auf See, aber eben auch ein kleiner Teil, der in der Steuerung und Planung anspruchsvoller, weil in der Regel wertvoller oder verderblicher ist, der fliegt dann auch. Wenn wir nun relevante Begriffe und Zusammenhänge rund um das Thema Logistik und Supply Chain anschauen, dann haben Sie in Ihrem Unterricht zum Thema Supply Chain Management kennengelernt, dass die Gesamtprozesse von der Rohstoffgewinnung dem Lieferanten aller Lieferanten, dem ersten Lieferanten in der Lieferkette bis zum Endkonsumenten in der Prägung die Supply Chain Management Fragestellungen berühren. Hingegen betreffen die Logistikprozesse im üblichen Sinne jeweils ein Unternehmen, ihr fokales, im Mittelpunkt stehendes Unternehmen, also die Unternehmenslogistik, die die Beschaffung und Anlieferung vom Lieferanten, die Verarbeitung, Veredelung innerhalb des Unternehmens und den Versand zum nächsten Kunden abdeckt. Das sind unsere Fragestellungen in der Unternehmenslogistik. Die Produktionslogistik als Teil davon umfasst den reinen Wertschöpfungs- und Veredelungsprozess in der Unternehmung, die Beschaffungslogistik entsprechend und das Beschaffungsmanagement, die Upstream-Aktivitäten mit dem First-Tier-Supplier, also dem Lieferant auf der ersten Ebene, und die Distributionslogistik mit dem Distributionsmanagement, die Downstream-Aktivität zum First-Tier-Customer, beziehungsweise wenn ich direkt zum Endkunden gehe, auch dann bis dorthin. Materialwirtschaft oder Materials Management ist auch ein Begriff, der gelegentlich verwendet wird. Der umfasst dann in der Regel auch den Einkauf, der in der Logistik selber üblicherweise nicht enthalten ist und geht insofern prozessmäßig ein kleines bisschen weiter. Wir sehen hier in der durchgezogenen Darstellung der Pfeile die Materialströme, typischerweise Downstream als physischer Fluss, und die Informationsflüsse, die Bestellung beginnend beim Endkonsumenten, Upstream zu den jeweiligen Lieferanten als gegenläufiger Prozess. Ebenso natürlich die Wertströme, wenn der Kunde bezahlt. Also nochmals festgehalten, in der Logistik betrachten wir ein Unternehmen und dessen Prozesse zwischen Lieferant und Kunde. Hingegen betrachten wir im Supply Chain Management alle Stufen von der Rohstoffgewinnung bis zum Endkonsumenten. Diese unternehmenslogistische Darstellung nun ein bisschen genauer angeschaut. Wir haben drei wesentliche logistische Disziplinen in der Unternehmenslogistik, nämlich wir haben die
Produktionslogistik als Kern, wenn es um den eigentlichen Wertschöpfungsprozess inklusive der Lagerhaltung in der Produktion selber angeht und die Bewirtschaftung der sogenannten Ware in Arbeit. Wir haben die Beschaffungslogistik upstream, nämlich vom Beschaffungsmarkt, von unseren Lieferanten, die Lagerhaltung bei den Zulieferern, die Lagerhaltung im Wareneingang bzw. vor unserem eigentlichen Produktionsprozess und allfällige Prozesse zum Transport und zur Beschaffung dazwischen, die gehören zur Beschaffungslogistik. Und downstream analog unser Absatzlager, wo Ware auf die Lieferung zum Kunden wartet. Vielleicht haben wir einen mehrstufigen Auslieferungsprozess mit eigener Vertriebsgesellschaft, die Prozesse dazu und die Lagerhaltung auf dem Weg der Ware zum Absatzmarkt ist die Vertriebslogistik. Und seit einigen Jahren zunehmend relevant ist eigentlich der Aspekt der Entsorgungslogistik oder Reverse Logistics. Da geht es um Rücksendungen fehlerhafter Produkte, genauso wie natürlich auch um die Rücksendung von Transportmitteln, Transportgebinden, Containern, Paletten, was auch immer, oder auch die Entsorgung von Verpackungsmaterial auf dem Entsorgungsmarkt. Wichtig ist, hier betrachten wir ein Unternehmen. Die Planung dahinter umfasst den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Beschaffungslogistik bis zur Vertriebslogistik, indem wir die Prozesse Beschaffung, Produktion und Absatz entsprechend planen. Unternehmenslogistik, insofern die Betrachtung eines Unternehmens. Wenn wir nun die Grundfunktionen der Logistik ein wenig abstrakt betrachten, dann gibt es eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen der Logistik. Wir haben einerseits die sogenannte Raumüberbrückung, nämlich Waren sind an einem Ort verfügbar, werden aber an einem anderen Ort benötigt. Dahinter steckt das ganze Thema des Transportes. Und dann haben wir die sogenannte Zeitüberbrückung. Waren sind zwar vorhanden, aber werden im Moment noch nicht benötigt, also müssen wir diese lagern. Und genau diese Fragestellungen zur Lagerung gleich Zeitüberbrückung und des Transportes zur Raumüberbrückung, die stehen im Mittelpunkt logistischer Aktivitäten. Und dabei unterscheiden wir die operative Logistik, nämlich die Tätigkeiten und Funktionen, die nötig sind, um Lager- und Transportprozesse operativ abzuwickeln, und die dispositive Logistik, nämlich die Prozesse, die bearbeitet und abgearbeitet werden müssen, um Lager- und Transportprozesse zu planen, zu steuern, zu regeln, zu verrechnen und so weiter. Also operative Logistik versus dispositive Logistik auf der abstrakten Ebene und auf der physischen Ebene Raumüberbrückung und Zeitüberbrückung. Klassisch sprechen wir bei den operativen logistischen Fragestellungen vom sogenannten TUL-Prozess. TUL steht TUL, steht für Transport, Umschlag, da zählen wir das Verpacken hinzu und Lagerung. Betrachten wir nun die Entwicklung der Logistik in ihren drei historischen Bedeutungen. So beginnt Logistik sich als Begriff und Funktion in den 1960er Jahren zu etablieren und entwickelt sich dann über die folgenden Jahrzehnte bis in die 1990er Jahre und natürlich auch darüber hinaus weiter. Wenn wir diese erste Bedeutung, die in den 60er Jahren zu greifen beginnt, betrachten, dann ist das genau diese TUL-Logistik, nämlich Transport, Umschlag, Lagerung, also der physische Transport und die physische Bewegung und Lagerung von Waren mit dem zugehörigen Produktionsprozess. Das haben wir in den 1960er Jahren beginnend und zunehmend als Logistik bezeichnet und beschrieben. Zu dieser Thematik hat 1962 Peter Drucker eine ganz zentrale Arbeit geleistet, in dem diese relevante Unternehmensfunktion erstmals beschrieben wird. Er hat nämlich erkannt, dass rund 50%
der Kosten der industriellen Wirtschaft allein auf die Distribution von Halbfabrikaten, Rohstoffen und Fertigprodukten anfallen. Das heißt, 50% der Kosten, die wir für Leistungen und Produkte bezahlen, die wurden zu der Zeit damals wesentlich vernachlässigt, obwohl sie äußerst relevant für den Erfolg von Unternehmen und der Wirtschaft als Ganzes gewesen sind. Er hat also erkannt, dass die Aufgabe, Objekte, Waren und Güter zwischen Ort und Zeit zu verschieben, dass diese Aufgabe relevant und kritisch für den Erfolg von Unternehmen ist. Und daraus ist eigentlich der Begriff der TUL, der Tool Logistik, entstanden. Und die Zielsetzung dieses Prozesses liegt in der Rationalisierung dieser Transferoperationen innerhalb eines Unternehmens. Eine wesentliche Erkenntnis von Peter Drucker, oder Drucker Anfang der 1970er. Umschlagen, sortieren, kommissionieren, transportieren, lagern, puffern, all diese Bewegungen wurden zunehmend professionalisiert und auch mechanisiert. Automatische Lager sind entstanden. Der Container als Transporteinheit hat sich endgültig durchgesetzt, um diese Leistungen des Wertschöpfungsprozesses als Erfolgsfaktor in der Führung eines Unternehmens zu verankern und umzusetzen. In den 1970er Jahren sind wir aus der Optimierung dieser Transferfunktion für Transport, Umschlag und Lagerung nun weitergegangen. Die zweite Bedeutung der Logistik ist entstanden, nämlich die der logistischen Koordination. Jetzt geht es also darum, die Abläufe zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsstufen rund um Transport, Umschlag und Lagerung selbst zu koordinieren und damit zu optimieren. In dieser zweiten Bedeutung hat Ryuji Fukuda in den 1970er Jahren erkannt, dass 80% aller Fehler und Probleme in Unternehmen nicht im eigentlichen Prozess selbst, sondern in den Schnittstellen zwischen verschiedenen Funktionen und Prozessen anfallen. Das heißt, die Koordination der Schnittstellen im Wertschöpfungsprozess wird nun als kritisch und relevant erachtet und dazu dann die zweite Bedeutung der Logistik etabliert, nämlich die Logistics Coordination oder die logistische Koordinationsfunktion. Logistik wird nun also als Kunst und Wissenschaft der Koordination, der Organisation, der Koordination der Waren- und Informationsflüsse verstanden und zunehmend etabliert. Es geht um ein optimales Zusammenspiel aller wertschöpfenden und dienstleistenden Funktionen innerhalb des Unternehmens und neu mit Unterstützung der Informationsverarbeitung, der zunehmenden Computerisierung auch von Prozessen, konnte oder wird der Fokus auf Planung, Steuerung und das Informationsmanagement gelenkt. Eine ganz zentrale, sagen wir mal, auch fast philosophische, grundsätzliche Weiterentwicklung der logistischen Fragestellung. Aus dieser zweiten Funktion wird dann nun in den 1990er Jahren die dritte Bedeutung, nämlich die Logistik als Manager des Flows des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Nun wird also eine integrale Logistik etabliert und verstanden, die den gesamten Wertschöpfungsprozess triggert und steuert, also aus einer Nebenrolle der Verwaltung dieses Prozesses in eine Hauptrolle der Steuerung und der Dirigierung dieses Prozesses erwächst. Die Abstimmung, die Steuerung, die Kontrolle geteilter Funktionen in parallelen und sequentiellen Systemen und Flüssen im Unternehmen durch die Logistik. Hierhinter sehen wir den Antrieb aus den Ideen des Lean Managements, wo es darum geht, Wertschöpfung zu fokussieren und Verschwendung zu vermeiden durch die Organisation fließender Arbeitsprozesse, der Pull-Prozess, Kanban-Prozesse, kleine Auftragslose, Make-to-Order-Prozesse, kundenorientierte Fertigung, kurze Durchlaufzeiten, kontinuierliche Flüsse, kurze Rüstzeiten, all diese Fragestellungen
die sind zentral für die Wirkungsweise der Flow-Logistik zum Management des gesamten Wertschöpfungsprozesses ab den 1990er Jahren. Der Grundgedanke: ökonomische Beziehungen im Wertschöpfungsprozess werden als Flüsse, als Flow von Objekten durch ein Netzwerk betrachtet. Der Fokus verschiebt sich nun von der externen Koordination zur effizienten Selbstkoordination. Da ist der Pull-Prozess vor allen Dingen eingeführt. Und das Ziel ist die Optimierung des gesamten Informations-, Waren- und Geldflusses durch eine Lieferkette vom Lieferant zum Kunden. Und im Sinne des Supply Chain Managements wird es nun zum Wettbewerb der Lieferketten und nicht mehr zum Wettbewerb der Akteure. Wenn wir das jetzt mal auf dem Zeitstrahl ein bisschen zusammengefasst betrachten, dann umfasst die Tool-Logistik, die sogenannte klassische Logistik. Logistik gibt es, die findet statt, aber da macht jeder in seiner Abteilung eigentlich das, was er für richtig hält. Es werden einzelne abgegrenzte Funktionen optimiert im Sinne dieser Fragestellung. Daraus wird die Logistik als Querschnittsfunktion in den 80er Jahren. Jetzt gibt es eine Organisationseinheit, eine Abteilung, die Logistik heißt oder Planung heißt. Es geht also um die Optimierung funktionsübergreifender Abläufe in der Auftragsabwicklung in der sogenannten Koordinationslogistik. Da gibt es einen funktionalen verantwortlichen Koordinator. Und in der Flow-Logistik, dann ab den 1980er Jahren in die 1990er Jahre, avanciert die Logistik zum Management integrierter Funktionen und Prozessketten. Wir bauen also die Optimierung von Prozessketten zur Zielsetzung auf und die Logistik leistet einen Beitrag, diese zu erfüllen. Und inzwischen integriert die Logistik Unternehmen zu ganzen Wertschöpfungsketten. Also wir bauen Logistikprozesse auch unternehmensübergreifend aus. Das Entstehen des Supply Chain Managements dann in den 90er und Nuller Jahren als nächste Schritte. Und heute haben wir es mit der Expansion logistischer Leitgedanken zu tun in einer Gesellschaft und Wirtschaft der vollständigen globalen Vernetzung, wo Kunden immer weniger bereit sind, auf Waren zu warten. Das gilt natürlich im B2C, Business to End Consumer, genauso wie im B2B, Business to Business Bereich. Also Logistik als Integrator von Wertschöpfungsketten zu globalen Netzwerken unter Einbeziehung sozioökonomischer Faktoren. In dem Sinne hat die Logistik heute zunehmend erfolgskritische Bedeutung in Unternehmen, in denen Time to Market und Time to Customer eine wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg darstellt. Es geht also darum, die Komplexität heutiger Wertschöpfungsprozesse und Supply-Netzwerke zu managen. Wenn wir nun den Bogen noch ein wenig länger und weiter fassen, dann hat es Logistik eigentlich schon immer gegeben, auch wenn man noch nicht davon gesprochen hat, dass sie so heißt. Aber bereits in der Antike hat es mehrere tausend Jahre vor Christus bereits Seehandel im Mittelmeerraum gegeben. Die Ägypter haben Pyramiden gebaut in unvorstellbarer Größe mit Werkzeugen und Betriebsmitteln. Das musste organisiert und gemanagt werden, das Material bereitgestellt werden. Aber nicht nur das, auch die Verpflegung und die Unterbringung der Arbeitskräfte musste organisiert werden. Wir kennen aus den Alpen die sogenannten Saumpfade, über denen Handel über die Gebirgsketten getrieben wurde. Und Hannibal nicht zuletzt mit seinen Elefanten bis auf die Nordseite der Alpen vorgerückt ist. Aus dieser frühzeitlichen Betrachtung von Handels- und Wertschöpfungsströmen ist dann vor allen Dingen auch die Kriegsführung und die Begleitung und Versorgung der Truppen als Disziplin entstanden, ohne dass zunächst der Begriff Logistik dafür verwendet wurde. Aus dem Mittelmeerraum wurde im 15. Jahrhundert zunehmend ein erster
Welthandel, eine erste Form von Globalisierung, Häfen und Handelsflotten entstanden, die die Weltmeere bereisten, Waren und Menschen von einem Kontinent zum anderen brachten. Auch das musste geplant, organisiert werden, sowohl auf der Beschaffungsseite sowie auf der Absatzseite. Der Begriff Logistik ist erstmals in Napoleons Armee ab rund 1800 in Form eines Maréchal de Logis entstanden, also einer Einheit, die sich für die Unterbringung der Truppe und Versorgung der Truppe zu kümmern hatte. Und Tross würden wir das im Deutschen nennen, und der Begriff Logistik entstammt eigentlich dieser Betrachtungsweise. In der heutigen Funktion Logistik als wissenschaftliche Disziplin und Teil des Operations Management ist in den 1940er Jahren entstanden, genau genommen bei der Planung der Alliierten für die Invasion in Frankreich in der Normandie 1944, wo eine mehrjährige minutiöse Planung die gesamte Material- und Ressourcenbereitstellung zur Führung des Krieges in Europa gemanagt aus Übersee, aus den USA im Wesentlichen, Versorgung der Truppen in England, Großbritannien, aber auch in der Sowjetunion im Wesentlichen entstanden ist. Also die mathematisch-operative Logistik als wissenschaftliche Disziplin ist jetzt rund 70 Jahre alt oder 80 Jahre alt. Und wie schon eben dargestellt, ab den 1980er Jahren ist aus der Logistik durch die globale Vernetzung und weltweite Arbeitsteilung am Ende das Supply Chain Management entstanden, wo wir die Logistikprozesse unternehmensübergreifend betrachten und im Wettbewerb einzelner Unternehmen nun zum Wettbewerb der gesamten Lieferketten der Supply Chains kommen. Im nachfolgenden Abschnitt wollen wir uns mal damit befassen, welche sogenannten Megatrends die zukünftigen Entwicklungen der Logistik prägen. Megatrends sind gesellschaftliche und technologische Veränderungen, denen wir uns als Individuen, aber auch als Unternehmen nicht entziehen können. Wir können einzelne Trends oder Moden auslassen, aber fundamentale gesellschaftliche Strömungen, die kann ein Unternehmen nicht ignorieren, die finden statt, und da muss man sich mit auseinandersetzen und sich überlegen, wie man mit diesen Einflussfaktoren umgeht. Wir unterscheiden hier für unsere Betrachtung der Entwicklung der Logistik Megatrends, die die Nachfrage betreffen oder die Demand Side, und wir unterscheiden Megatrends, die die Versorgung oder die Supply Side betreffen. Das ist Upstream zu den Lieferanten und das ist Downstream zu den Kunden. Da gibt es je vier zentrale Megatrends, nämlich wir beginnen mit der Globalisierung. Dann haben wir den Übergang zur sogenannten postindustriellen Gesellschaft. Wir haben die On-Demand-Tendenz. Kunden wollen schneller beliefert und bedient werden, die sogenannte zeitbasierte Gesellschaft und die wachsende Bedeutung von Umweltaspekten, insbesondere auf der Nachfrageseite durch Klimawandel und entsprechende veränderte Bedürfnisse auf der Nachfrageseite bei den Kunden, spielen eine Rolle. Auf der Supply-Side haben wir die Wiedererkennung und Bedeutung von optimalen organisatorischen Setups in der Prozessorganisation. Es geht hier um Effizienz und Effektivität von Organisationen. Wir haben ganz markant die Deregulierung und Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen, im weitesten auch von Dienstleistungen, die rund um die Logistik, nämlich die Kommunikation und Transportfragestellungen, Logistikfragestellungen betreffen. Dann haben wir auf der Supply Side das sogenannte Shareholder Value Thinking, dass Unternehmen konsequent ökonomische Fragestellungen fokussieren, sich auf Kernkompetenzen besinnen und einschränken und entsprechend mehr outsourcen, was die globale Vernetzung auf der Supply Side maßgeblich geprägt hat. Und natürlich die Digitalisierung und der technologische Wandel zur digitalen Transformation, der bringt neue Geschäftsmodelle und ist insofern auch ein ganz zentraler Megatrend.
Betrachten wir jeden einzelnen dieser Megatrends mal im Detail, dann sehen wir, dass hier erstens die Globalisierung von Herstellung, aber auch natürlich von Handel und Dienstleistungen und Absatzmärkten eine Rolle spielt. Wir haben seit den 1990er Jahren einen markanten Rückgang der politischen, ideologischen Grenzen und damit auch der Grenzen zwischen Kunden und Lieferanten. Wir haben Fortschritte bei den Technologien wie das Internet, aber auch der Standardisierung, Verpackungen, Container. Das macht alles leichter. Wir verlagern Wertschöpfungsketten und Aktivitäten in einen globalen Wettbewerb. Das führt dazu, dass wir verstärktes Deployment haben, also Wachstum der Transportanforderungen durch weiter verteilte Lieferketten, auch geografisch weiter verteilte Lieferketten über größere Distanzen. Wir haben neue Kommunikations- und Integrationsbedürfnisse resultierend aus den Möglichkeiten, aber auch den Anforderungen der Kunden und schließlich resultiert aus einer globalen Supply Chain natürlich auch ein globaler Wettbewerb, nicht nur auf der Beschaffungsseite, sondern auch auf der Absatz- und Nachfrageseite. Der zweite Megatrend war der Trend zur postindustriellen Gesellschaft. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht mehr der Umgang mit Knappheit, sondern der Umgang mit Überangebot und Überfluss. Und da spielt die zunehmend multikulturelle, zunehmend heterogene Strukturierung der Gesellschaften eine maßgebliche Rolle. Die Haushalte werden älter, die Silver Society ist ein bekanntes Phänomen. Das heißt, Menschen werden älter, der Anteil Werktätiger sinkt zu Lasten oder zugunsten größer werdender Haushalte im Pensionsalter. Die Haushalte werden dadurch auch kleiner, sie werden mobiler. All das verändert die Nachfrage. Und es gibt mehr Geld für sogenannte nicht materielle Bedürfnisse. Also das heißt insbesondere ein starkes Wachstum von nicht physischen, haptischen Dienstleistungen. Dienstleistungen sowohl im Tourismus, im Wellnessbereich. Und wir haben eine sehr stark betrachtete oder erlebte Vermischung, ein Merge zwischen physischen Produkten und Dienstleistungen und Services in der multikulturellen, heterogenen Gesellschaft, also internetbasierte, datenbasierte Geschäftsmodelle, wo Dienstleistungen im Vordergrund stehen und weniger der Besitz von physischen Gütern. Dann haben wir als drittes den Nachfragedruck der sogenannten On-Demand-Society. Es muss immer schneller gehen. Immer schneller bedeutet, wir haben zunehmend verkürzte Produkt- und Technologielebenszyklen, eine Beschleunigung der Perceived Obsolescence, der wahrgenommenen Obsoleszenz von Gütern, aber auch der technologiebedingten Obsoleszenz von Gütern. Das führt zu einem zeitbasierten Wettbewerb. Der Schnellere ist der Geschwinde, sagt man in der Schweiz. Und wir haben in dieser Form da immer mehr Endkundenbusiness, B2C-Businesses entstehen, quasi eine Atomisierung der Nachfrage. Das heißt, es sind nicht die großen Ströme zu B2B-Großhändlern und Verteilern im Vordergrund der logistischen Herausforderungen, sondern das Endkundengeschäft, Direktbelieferungen zu Endkunden. Der Erfolg wird also nicht nur durch den Preis oder die Qualität, die eigentlichen Produkteigenschaften, sondern mehr und mehr durch die Zeit, durch das Time to Market oder das Time to Customer geprägt, nämlich wer mit einem neuen Produkt schneller beim Kunden ist, der macht das Geschäft. Dann haben wir den Logistik-Güterstruktureffekt, den sogenannten, das heißt, die präzisere Belieferung von Endkunden ersetzt die planbare, rollierende Lieferung in großen Stückzahlen zu Großverteilern, wie vorhin erwähnt. Das heißt, die Kunden verlangen sofortige, umgehende Bedürfnisbefriedigung. Der Pull-Prozess manifestiert sich noch deutlicher. Dazu kommt, dass ein Kunde auch Bündelungsprobleme auslöst. Er möchte von einem Lieferanten verschiedene Artikel möglichst zeitnah mit einer Lieferung haben. Das heißt,
Die Verfügbarkeit muss nochmal höher werden und damit die Komplexität der Distributionslogistik. Und anstatt ökonomisch und ökologisch sinnvoller Lieferzeiten und Transportmittelwahlen ist der Trend heute zum SDD, zum Same Day Delivery, bis 16 Uhr bestellt, bis 19 Uhr ausgeliefert. Im Großraum von Ballungszentren ist das heute eine gängige und erreichbare Service-Level-Garantie, die zahlreiche Kunden entsprechend für ihren Konsum auch nutzen. Und schließlich hier als vierter nachfragebezogener Megatrend die wachsende Bedeutung von Umweltaspekten. Endkunden realisieren mehr und mehr, wir müssen unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, insbesondere das Kohlendioxid, und unsere natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen schonen. Dazu kommt die zunehmende Verkehrsdichte, die zu einer zunehmenden Abneigung gegenüber Straßentransporten führt. Wir haben in zahlreichen Ballungsräumen inzwischen Verkehrskollapse zu bewältigen und City Maut wird eingeführt. Also wir wollen die Nachhaltigkeit der Mobilität umsetzen, aber auch die Wiederverwendung von Materialien und Rohstoffen in einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist zunehmend ein Wunsch von Kunden, was letztlich dazu führt, dass die logistische Kette zusätzliche Zielsetzungen im Sinne Ökologie und Nachhaltigkeit zu erfüllen hat und damit noch weiter an Komplexität zunimmt. Schauen wir nun auf die Supply Side, auf die Megatrends, die sich auf der Seite der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen auswirken. Da haben wir zunächst mal die Bedeutung der organisatorischen Setups und Prozessorganisation. Also wir haben einen Kundenfokus, der das Wertstrommanagement nachhaltig verändert. Aus der klassischen funktionalen Organisation wird die prozessorientierte Organisation, die den Kernprozess der Wertschöpfung im Vordergrund sieht. Wir haben daraus ein neues prozessorientiertes ganzheitliches Management. Zusammenhängend dazu in der Übergangsphase, in der Transitionsphase haben wir es mit Process Reengineering zu tun, also Umgestaltung von Wertschöpfungsprozessen im Unternehmen, und die Logistik spielt dabei eine große Rolle, nämlich es erfordert ein neues Denken und eine neue Sprache, auch Auseinandersetzung und Kommunikation und Kooperation mit dem Kunden. Wenn wir das mal praktisch ansehen, dann stellen wir fest, viele von Ihnen haben das festgestellt, dass die Abwicklung eines Kundenauftrages in der klassischen funktionalen Organisation über verschiedenste Abteilungen und Bereiche geht und damit administrativen Aufwand erzeugt und natürlich Zeit kostet. Also aus einer Kombination von Barrieren aus der funktionalen Organisation einerseits in der Ablauforganisation, hier in der Ablauforganisation, aber auch Hierarchiebarrieren in der Aufbauorganisation des Unternehmens, haben wir nun es mit vielfach sogenannten operativen Inseln zu tun, also sehr komplexe Entscheidungsprozesse, die zu einer funktionalen Abschottung führen, einer überzogenen Informationsfilterung, Probleme in der Koordination nach sich ziehen und entsprechend komplex zu steuern sind. Schauen wir das Beispiel an, alter Prozess. Sie gehen zur Bank, wollen einen Kredit haben, sprechen mit dem Sachbearbeiter in Ihrer Filiale, der kennt Sie wahrscheinlich schon länger, der prüft Ihren Kredit, der findet einen Preis, sprich gibt Ihnen den Zinssatz. Die Vertragskonditionen werden direkt miteinander besprochen und innerhalb kürzester Zeit wissen Sie, indem Sie mit letztlich ein oder zwei Personen sprechen, dass Sie diese Leistung, diesen Kredit bekommen können oder die Versicherung abschließen. Das ist heutzutage ein x-stufiger Prozess, der sich nicht nur in unterschiedlichen Kompetenzfeldern abbildet. Sie haben einen Gesprächspartner, häufig sehen Sie den gar nicht, wenn Sie das online machen.
Da sind verschiedene Abteilungen involviert, die an unterschiedlichen Standorten stehen können, sogar auf unterschiedlichen Kontinenten sind. Da ist vielleicht noch eine Person, die Sie als Kunde wirklich kennt. Alle anderen sind in marginalisiert verantwortlichen Abteilungen. Der eine ist für die Margen verantwortlich, der andere für das Risiko des Kreditausfalls. Wieder einer in der Rechtsabteilung macht die Vertragskonditionen. Und irgendwann haben Sie Ihre Entscheidung. Das ist nicht unbedingt zeitlich länger als vorher. Aber die Schritte dazwischen sind sehr viel komplexer durch entsprechende Arbeitsteilung in der Prozessorganisation von Unternehmen. Das zu überwinden ist zentral. Und insofern kommt diesem nächsten Punkt eine nicht minder große Bedeutung entgegen, nämlich die Deregulierung von sogenannten Service Public in den 1980er und 90er Jahren, vor allem betrieben in USA und UK, Großbritannien. Das hat in Deutschland auch in den 90er Jahren Folgen gehabt. Auflösung der Monopole der Postorganisationen in vielen Ländern und der Telefonorganisationen in vielen Ländern. Die sogenannte Liberalisierung dieser Märkte führt dazu, dass solche bisher öffentlichen Dienstleistungen nun eben kommerzialisiert, privatwirtschaftlich geboten werden, entsprechend neue Player entstehen und neue Finanzquellen in diesem Sektor entstehen. Die großen Player, DHL, Deutsche Post auf der einen Seite, aber auch die Amerikaner, UPS, FedEx sind da zu nennen. Nicht zuletzt haben sich in diesem Sinne auch Player wie Amazon etabliert, die in dieser neuen Freiheit völlig neue Geschäftsmodelle aufbauen und damit als Player auch zu Konkurrenten werden, nicht nur im Logistikmarkt, sondern auch in anderen sogenannten Logistikdienstleistungen, Mehrwertdiensten, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Dazu führt auch, dass ehemalige interne Logistikdienstleister heute unabhängig im Markt operieren, wie zum Beispiel die Firma Hermes, die bisher die Auslieferungsabteilung von Versandhaus Quelle war. Also durch Outsourcing von Nicht-Kerngeschäften haben Unternehmen nun Player auf den Markt gebracht, die nicht mehr primär ihre angestammten Konzernmütter bedienen, sondern freie Dienstleister auf dem Markt sind und damit zu einem zusätzlichen Wettbewerb beitragen. Ganz relevant ist das nächste Thema, Shareholder Value Thinking, der Fokus auf Kernkompetenzen und Outsourcing als Konsequenz daraus. Wenn Unternehmen vor allen Dingen ihren Profit im Vordergrund sehen und ethische Fragen der bisherigen Unternehmensführung ersetzt werden durch steigendes Profitorientierung, dann steht der Fokus auf der Profitabilität des eingesetzten Kapitals, am Ende der Aktienkurs natürlich, der durch die Boni- und Prämienverträge, die das höhere Management häufig haben, ein wesentlicher Teil des Einkommens ist, Optionen auf steigende Aktienpreise, Aktienkurse. Die eigenen Aktivitäten werden entsprechend der Maximierung der Rentabilität auf Kernkompetenzen reduziert, auch durch Senkung von Fixkosten und Variabilisierung von bisherigen Fixkosten. Das bedeutet entsprechend eine höhere Bereitschaft zum Outsourcing an externe Dienstleister. Die direkte gewachsene Beziehung zwischen Kunde und Lieferant, die wird abgelöst durch sogenannte neue Kälte, Pragmatismus im geschäftlichen Umfeld. Der Lopez-Effekt, den kann man hier vielleicht erwähnen. Und das maximiert sich dort, wo das unternehmerische Handeln ausschließlich danach bemessen wird, wie dessen Beitrag zur Wertsteigerung des Produktes oder natürlich des Outputs allgemein in einem Unternehmen ist und wie viel der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Es resultiert in Gewinnmaximierung eben im Shareholder Value Thinking.
Last but not least an dieser Stelle der Blick auf die digitale Transformation, die neuen ICT-Technologien, die unsere Welt im letzten Jahrzehnt maßgeblich begonnen haben zu verändern, nämlich die Interkonnektivität. Die Welt wird zum Dorf. Wir haben die Möglichkeit, zeitnah, real-time Informationen aus der ganzen Welt abzurufen und entsprechend in unseren Entscheidungsprozess einzubinden. Wir ersetzen reale Aktionen zunehmend durch Simulationen und virtuelle Erlebnisse. Im Zuge auch der Automatisierung von sogenannten administrativen Aufgaben mit modernen ERP-Systemen und anderen nicht materiellen Prozessen verändern sich die Anforderungen in Unternehmen markant und massiv. Dazu gibt es neue Technologien auch für den physischen Warenfluss und das Materialmanagement, zum Beispiel RFID-Technologien, wo also auch Produkte, Container, Transportgüter oder Produkte selber sich über einen GPS-Sender permanent mit ihrem Standort melden. Als Teil des Internet der Dinge, also der Maschine-to-Maschine-Kommunikation, wo Produkte miteinander kommunizieren, aus dem wir den Begriff des Industrie 4.0 erkannt haben, also der Digitalisierung unserer industriellen und Dienstleistungsproduktion. Das alles basierend auf Big Data, auf Data Science, also in der Auswertung von Daten, die diese Güter permanent erzeugen oder die die Individuen ob Subjekte im Handel, in der Dienstleistung, in der Mobilität, im Verkehr entsprechend beitragen und die ausgewertet werden, womit die Information zu einem neuen Geschäftsmodell wird, die auf Daten basieren und unsere Geschäftswelt nachhaltig und disruptiv verändern. Fassen wir das mal zusammen, dann resultieren aus diesen grundlegenden Fragestellungen vier zentrale Zielgebiete für die Logistik und das Supply Chain Management, nämlich die Minimierung von Material- und Prozesskosten im Sinne der Kostenziele, die Minimierung von Kapitalbindung im Lager, Ware in Arbeit und bei den Debitoren und natürlich verlustfreie Prozesse und damit entsprechend auch reduzierte Kosten. Zweite Dimension sind Terminziele. Je schneller wir sind, desto kürzer unsere Durchlaufzeiten, umso weniger Kapital wird im Wertschöpfungsprozess gebunden. Je kürzer und je schneller wir arbeiten, desto flexibler und reaktionsfähiger sind wir. Das erhöht die Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit entlang der Wertschöpfungskette ist heute ein Muss, da die Prozesse derart optimiert und abgestimmt sind, dass jede Form von Verspätung ein erhebliches Risiko im gesamten Wertschöpfungsprozess darstellt. Dann haben wir in der dritten Ebene die Qualitätsziele. Da geht es einerseits um die Erfüllung der Kundenaufträge bezüglich Inhalt, Vollständigkeit, Pünktlichkeit, im Wesentlichen, was wir mit der 7R-Regel zu Beginn festgehalten haben, aber natürlich auch den Erhalt der Produktqualität, nämlich die Logistik im Sinne der verantwortlichen Organisation für die Verpackung dient dem Schutz des Produktes vor Beschädigung. Und wenn wir die Megatrends, die wir gerade betrachtet haben, hier auch herbeiziehen, dann ist die vierte Dimension die ökologischen Ziele. Es geht darum, dass eine optimale Supply Chain gleichzeitig einen minimierten CO2-Fußabdruck mit sich bringt und emissionsarm arbeitet. Wir wollen maximalen Einsatz von erneuerbaren Energien im Sinne der Energiewende, auch in Logistikprozessen für Transport, aber auch Produktionsleistungen erreichen und entsprechend natürlich unvermeidbare Treibhausgasemissionen dann wenigstens kompensieren, wenn wir sie schon nicht vermeiden können. Dies ist nun der erste Abschnitt unserer Vorlesung und
Dafür habe ich Ihnen einen Lernauftrag vorbereitet, wo Sie das, was wir in diesem Teil der Grundlagen der Unternehmenslogistik behandelt haben, mit 7 Fragestellungen reflektieren und repetieren. Bearbeiten Sie bitte diesen Lernauftrag. Im Unterricht werden Sie dann in der Gruppenarbeit diese Fragestellungen miteinander austauschen. Es ist gut und wertvoll, wenn Sie sich bereits vor dem Unterrichtstag mit diesen Inhalten befassen. So profitieren Sie dann mehr davon, wie das im Unterricht diskutiert wird und wie ich Ihnen dann in der Vorlesung selber, in der Online-Vorlesung selber, dann Ihre Fragen beantworte zu den verschiedenen inhaltlichen und methodischen Themen, die wir behandelt haben. In diesem Sinne herzlichen Dank für diesen ersten Teil der Lehrveranstaltung. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder Kommentare zu diesem ersten Teil, dann schreiben Sie mir bitte oder bereiten Sie Ihre Fragen für den Online-Unterricht vor. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Hier finden Sie meine Koordinaten für eine allfällige Kontaktaufnahme.